Schließ deine Augen, denke an nichts. Dein Kopf ist leer und dein Atem haucht langsam aus. Denk nicht an morgen. Herzlich willkommen zum 36. Dogfest München Edition at Home. Wir sind hier im wunderbaren Silbersaal im Deutschen Theater. An sich wäre eigentlich hier ein regelrechtes Kino, das wir aufgebaut hätten, aber auch dieses Jahr eine Edition at Home mit all den Vorteilen, dass man sich ganz viele Filme zu Hause anschauen kann, und wir freuen uns über sehr, sehr viele Zuschauer. Mein Name ist Florian Schwarz und jetzt freue ich mich auf den VFF Dokumentarproduktionspreis. Die Filme, die nominiert sind, hier haben eine herausragende kreative Bedeutung für die Produktion. Die Bedingungen beim Dokumentarfilm teilweise wirklich sehr, sehr schwierig, sehr herausfordernd, und dementsprechend hier ein ganz klares Augenmerk auf die Produktion. Und damit herzlich willkommen den diesjährigen Preisträgern vom Film The Other Side of the River. Thank herzlich you. Willkommen nach Berlin an Antonia Kilian, die Produzentin und Regisseurin des Films mit ihrer Firma Pink Shadow Films, und Guevara Namer, ebenfalls in Berlin Produzentin. Herzlich willkommen. Welcome. Herzlich willkommen, Kerstin Reich und Frank Müller, die Produzenten der Doppelplus Ultra Filmproduktion GmbH in Hamburg. Ich freue mich auf Professor Dr. Johannes Kreile hier aus München, versierter Medienrechtler, HFF-Professor und Geschäftsführer der VFF, also der Preisstifter. Herzlich willkommen, Herr Kreile. Und stellvertretend für die Jury Thomas Frickel, langjähriger Geschäftsführer und Vorsitzender der AG DOC. Hallo, Herr Frickel. Hallo. Zusammen in der Jury auch noch Sonja Otto und Halina Drischka. Herr Professor Kreile, seit vielen Jahren stiften Sie den VFF-Preis, ein hilfreiches Instrument, mit diesen 7.500 Euro die Produktionen zu unterstützen. Wie kam es dazu, sich hier zu engagieren? Für die VFF ist der Dokumentarfilm eine der ganz wichtigen Säulen. Wir sind eine Verwertungsgesellschaft, die Leistungsschutzrechte des Produzenten wahrnimmt. Und im Vordergrund steht natürlich die produzentische Leistung, und die gilt bei fiktionalen Programmen genauso wie natürlich auch bei dokumentarischen Programmen. Und wenn wir uns die Diskussionen zum Dokumentarfilm in der jüngsten Zeit anschauen, dann wissen wir, dass trotz oder mit Corona gerade der Dokumentarfilm eine ganz wichtige gesellschaftliche und gesellschaftspolitische Aufgabe erfüllt. Der Dokumentarfilm ist derjenige, der hinschaut, der mit der Lupe oder dem Brennglas auf die Probleme aufmerksam machen kann. Und gerade in einer Gesellschaft, die Halt sucht und Halt braucht, ist der Dokumentarfilm derjenige oder dasjenige Genre, was uns erlaubt, eben auch mit eigenen Gedanken dann eine eigene wichtige Entscheidung für das eigene Leben zu treffen. Und deswegen hat der Beirat der VFF, der über die Preisgestaltung die Hoheit hat, auch sehr frühzeitig gesagt, wir unterstützen das Dogfest in München. Und gemeinsam mit Herrn Sponsel und Thomas Frickel haben wir dann vor 4 Jahren diesen Dokumentarfilm-Produzentenpreis ins Leben gerufen. Und die Dotation mit 7.500 Euro zeigt, dass wir ein großes Augenmerk auf die Unterstützung auch der einzelnen Produzenten legen. Aber wir unterstützen auch maßgeblich das Dokumentarfilmfestival mit seiner ganzen Organisation, mit seinen Workshops
Und für uns als VfF ist das, was wir hier machen, als Gesamtbild zu verstehen. Das Festival unterstützen, die einzelnen Arbeitsbereiche unterstützen und dann auch noch einen Preis stiften, der den besten dokumentarischen Film nach Ansicht der Jury, der im Wettbewerb gelaufen ist, auszeichnet. Herzlichen Dank. Danke für Ihr Engagement. Und dieses Jahr ist es der Film The Other Side of the River. Und gerade wir können jetzt an dieser Stelle in das Regiedebüt von Antonia Kilian auch reinschauen und sehen einen kurzen Ausschnitt aus The Other Side of the River. هاي تفسفس كل شيء بالبيت علمني تشاورني هلا انطيني هاتف شتي اللعبات اجي اعطيها الهاتف للعبات وتشاورني هيش قالوا هيش حطه معلش بس سمعت صوت الخلقة يعني سمين Ein kurzer Ausschnitt aus dem Gewinnerfilm, dem diesjährigen Preisträger des VfF-Produktionspreises, The Other Side of the River. Und jetzt kommen wir zur Jurybegründung, denn die dreiköpfige Jury hatte einige Filme zur Auswahl. Dieser ist es geworden. Und warum das so ist, das sagt uns jetzt Thomas Frickel. Ja, in der Tat, die Auswahl ist uns in diesem Jahr fast schwerer gefallen als in früheren Jahren, weil sich sehr viele Produktionsfirmen um diesen Preis beworben haben. Das zeigt auch, dass er in der Branche immer attraktiver und populärer wird. Und das ist ja auch mal was Besonderes, dass hier nicht nach inhaltlichen Kriterien beurteilt wird, sondern wirklich nach den Rahmenbedingungen, den Schwierigkeiten, den sich eine Produktionsfirma zu stellen hat. Und wir haben folgende Begründung abgegeben dafür, dass wir nun unter, ich glaube mich zu erinnern, 14 eingereichten Filmen diesen gerade ausgewählt haben. Auf der Flucht vor einer Zwangsehe mit einem IS-Kämpfer tritt die 19-jährige Hala dem kurdischen Militär bei. Mit der Waffe will sie für die Rechte von Frauen kämpfen, vor allem für ihre Schwestern. The Other Side of the River nimmt uns mit in diese Welt und gewährt uns einen extrem tiefen, intimen Einblick, der nur durch die besonders engagierte und solidarische Art der Produktion möglich war. Die Regisseurin und Produzentin Antonia Kilian lebte ein Jahr lang in Nordsyrien, gab dort Filmworkshops für junge Frauen und drehte mit ihnen Kurzfilme zu Frauenrechten. Während Frank Müller mit seiner in Hamburg ansässigen Produktionsfirma Doppel Plus Ultra mit Förderanträgen bei Workshops, Pitching-Veranstaltungen und Koproduktionstreffen versuchte, die internationale Finanzierung des Films sicherzustellen. Sicher hat dieses frühe Bemühen um eine Internationalisierung des Projekts letztlich seine Spuren in der Dramaturgie hinterlassen. Verstärkt aber andererseits die bemerkenswerte produzentische Leistung, die mit großem persönlichem Einsatz, beträchtlichen Vorleistungen und einem anfänglich hohen finanziellen Risiko verbunden war. Und die auch in anderer Hinsicht geradezu Modellcharakter hat. Menschen aus der Krisenregion, alle mit einer Fluchtgeschichte, wurden maßgeblich kreativ und organisatorisch an dem Projekt beteiligt. Und den problematischen Produktionsbedingungen entsprechend fair entlohnt. Der Film wurde ökologisch nachhaltig und geschlechtergerecht produziert. Trotz schwieriger Finanzierung bleiben die Produzentinnen Antonia Kilian, Frank Müller und Guevara Namer
den Werten des Films treu und werden daher mit dem vierten VFF-Produktionspreis ausgezeichnet. Und das zeichnet eine dreiköpfige Jury bestehend aus Sonja Otto, Halina Dürschka und mir. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Dank, lieber Thomas Frickel, für die Jury-Statement, das Jury-Statement, die Begründung. Und jetzt kommen wir zu den Gewinnern. Wir sehen gerade Frank Müller und seine Frau Kerstin Reich. Und wir sehen Guevara Namer und Antonia Kilian. Herzlich willkommen. Glückwunsch an euch nochmal. Der Preis würde jetzt physisch übergegeben werden in Form eines Schecks. Das müsst ihr euch jetzt jeweils denken. Herr Kreile hatte immer einen wunderbaren großen Scheck dabei. Der kommt auf Wegen dann zu euch. Zunächst mal an die an Antonia und an Guevara die Frage. Guevara, the production of this film was a lot of translating. Could you just talk a little bit about the work, really the everyday shooting work that you had to cope with between Kurdish, Arabian and German? Yes, it was because Antonia tried to, with her Kurdish, to manage majority of the shooting, but actually the main characters also speak Arabic, not Kurdish. So it was my mainly mission to navigate like this kind of multi-language locations between Arabic and Kurdish. And our main communication actually it's even in English. So it was many different languages on the project. Und Antonia, ein Jahr dort gelebt, ein richtiger Alltag ist der dort eingekehrt? Ein Alltag? Ja, schon. Ist kein Alltag wie hier, aber klar, nach einem Jahr stellt sich auch ein Alltag ein. Ist halt ein spezieller Alltag, aber... Ja. Wie liefen diese Workshops ab? Die Workshops, das waren, da habe ich quasi mit einer Gruppe von jungen Frauen Kurzfilme gedreht. Wir haben die vorher gemeinsam die Themen entwickelt, überlegt, wie wir das umsetzen wollen und haben dann so eine Reihe von 4 Kurzfilmen produziert, gedreht, die ja auch seitdem im Fernsehen in Nordsyrien immer wieder ausgestrahlt werden. Ein Riesenschritt, eben Kommunikation auf den Weg zu bringen und das irgendwie vor Ort dann durchzuführen, plus dann eben auch diesen Film, The Other Side of the River, zu drehen. Frank Müller und Kerstin Reich von der Produktion, wart ihr öfter auch dort mit beim Dreh oder habt ihr alles von hier aus betreut? Nee, also wir sind gar nicht reingekommen. Also das, als wir 2018 gedreht haben, war das ja sowieso eine Riesenexpedition, auf das Drehteam der Wirtschaft nach Mühlen zu kommen. Wir sind da nicht gefahren. Nee, wir haben es alles praktisch gemacht. Das war auch schon sehr gut. Wie war die Kommunikation zwischen euch und den Filmemachern vor Ort? Vor Ort, das hat alles die Antonia gemacht. Also wir machen, wir sind ja beide die Produzenten, also Antonia und Guevara. Wir haben vor Ort mit den ganzen Filmemachern halt kommuniziert und wir haben halt hier mit den Filmemachern, mit den Übersetzern, Postproduktion und die ganzen anderen Kram halt. Das heißt, rein über elektronische Medien kommuniziert. Und ist das ein Modell, das ihr bei anderen Produktionen auch schon erlebt habt? Oder war das sicherlich das Herausforderndste mit, in so einem geschlossenen Land zu drehen? Ja, also wie gesagt, also wir haben uns das ja aufgeteilt. Also Antonia hat ja ganz klar den ganzen Part mit Guevara, mit Syrien übernommen. Wir haben hier in Deutschland was gemacht. Und bei jeder Produktion ist es halt irgendwie anders. Also wenn ich jetzt einen Film in Russland mache, also ich spreche selbst Russisch da, kommuniziere ich mehr mit den Leuten dort vor Ort, also ich spreche ja kein Arabisch oder Kurdisch. Und manchmal ist man halt zu zweit, zu dritt, zu viert als Produzent. Da ist es bei jedem Mal halt irgendwie anders, wenn man einen Film macht. Klasse. Antonia, ihr hattet eben die ganze Zeit Kontakt zu Hala. Wie sieht es jetzt im Moment aus? Ist nach den Dreharbeiten, nachdem der Film dann fertig war, der Kontakt erhalten geblieben? Ja, wir sind immer noch in Kontakt mit Hala. Wir haben erst vorgestern mit ihr telefoniert und ihr das Poster von dem Film gezeigt und den Trailer gezeigt. Und auch den Credit-Song, der auch noch veröffentlicht wird, gezeigt. Und sie war super schön, sie hat sich mega gefreut und war total bewegt, was alles aus dem Film und der Zusammenarbeit entstanden ist. Und was macht sie aktuell? Aktuell ist sie immer noch in derselben Stadt,
wo ich mit ihr gearbeitet habe, in Minbitsch, und macht nicht so viel. Schönes Zitat aus dem Film, das gegen Ende einfach nochmal sehr kraftvoll, glaube ich, den Film auch beschreibt. Sie sagt, dass sie, give my sister an education and a nice life. Das war so ihr Hauptbeweggrund, oder? Ja, genau. Es ging Hala immer ganz stark darum, nicht nur sich selber zu befreien, sondern auch ein befreites Leben für ihre Schwestern zu ermöglichen. Und das war, glaube ich, ihre gesamte Motivation für die Schritte, die sie gegangen ist, also dass sie im Frauenmilitär beigetreten ist und genau dafür zu kämpfen, dass ihren Schwestern auch besser gehen wird. Und ich denke, dass sie das Ziel auch immer noch verfolgt, auf ihre Art und Weise, so wie sie das jetzt halt machen kann. Eine Frage noch an Frank Müller. Es ist ja eine finnisch-deutsche Produktion, so viel ich informiert bin. Grundsätzlich, wie schwierig war es denn, den Film zu finanzieren? Ich habe Filme gehabt, die sind schwieriger zu finanzieren, aber der Film war jetzt ein bisschen komplizierter, weil er auch aufwendiger war jetzt mit Jurien und mit viel Postproduktion und so weiter. Wir haben eine Anfangsfinanzierung bekommen, am Anfang Hamburger Filmförderung, erstmal da vielen Dank an Hamburg, weil die haben uns die ganze Zeit von Anfang an und dann auch noch später, wenn es auch schwierig war, gut unterstützt. Und dann hatten wir dann irgendwie so 60-70% und dann mussten wir halt mal richtig suchen, um die Finanzierung zu schließen. Und das war nochmal ein ziemlich harter Prozess und es war ganz gut, dass wir die Finder noch bekommen haben. Wir hatten zwischendurch halt so einen finanziellen Gap und da konnten die halt mit ihren Geldern und ihren Möglichkeiten schon mal weitermachen. Dann hätten wir da irgendwie dann aufhören müssen. Der Film läuft natürlich hier auf dem Dogfest München. Wie geht's weiter? Gibt's da schon Infos? Wir haben noch ein paar andere Festivals. Jetzt sind insgesamt 5 Festivals, wo wir eine Einladung haben. Wir sind ja gerade erst gestartet. Wir sind sehr froh, dass wir einen guten Sales Agent haben, Syndicator, der macht die ganze Welt. Aber wir müssen jetzt hier noch gucken in Deutschland, also das ist jetzt unser Fokus, ist jetzt hier Festivals weltweit, Festivals in Deutschland, vor allem auch die Kinoauswertung. Da sind wir in Gespräch mit dem Distributor, können auch gerne noch andere Gespräche haben. Hopefully 2022 und auch schön wäre jetzt noch einen Fernsehsender noch mit an Bord zu haben. Da sind wir auch schon auf der Suche in so anfänglichen Gesprächen, also da müssen wir noch ein bisschen Arbeit machen. Wenn ich darf, würde ich zu dem Preis selbst vielleicht noch ein, zwei Sätze anmerken. Sehr gerne. Weil es ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, dass hinter den Kulissen einer Filmproduktion doch sehr viel passiert, was den Zuschauern nachher völlig verborgen bleibt. Mhm. Ja, also was da alles notwendig ist, um so ein Projekt auf die Schiene zu heben, wie lange das dauert, wie diffizil diese ganzen Verhältnisse zwischen den Leuten, die da agieren, sind. Das ist etwas, was letztlich im Projekt, im Produkt, was man sieht, überhaupt keine Rolle mehr spielen. Und deshalb ist dieser Preis so wichtig und deshalb ist es der VFF auf jeden Fall zu danken, dass sie gleich darauf eingestiegen ist, zu sagen, ja, das machen wir. Und die Produktion von Dokumentarfilmen, die immer besonderen Schwierigkeiten ausgesetzt ist, die muss auch mal irgendwie gewürdigt werden. Und deshalb nochmal auch einen ganz besonderen Dank an den Beirat der VFF, der darüber beschließt, ob solche Dinge entstehen, also solche Preise und Preisgelder zur Verfügung gestellt werden und nicht solche Projekte wie Preisvergaben entstehen können. Und insbesondere an Professor Greile, der sich auch persönlich sehr stark dafür eingesetzt hat. Dankeschön, Greile. Gerne. I really want to thank the jury for recognizing this collaboration because I think it's very important for me in my career and I think as well for Antonia that we are storytellers coming from different backgrounds, from different culture and countries, and when we are telling such a sensitive stories, very complex in mean of where it's coming from and how it started and everything that's complex about Syria itself and the Kurdish topic itself. So I think this collaboration, it was very important for us to raise this story, to bring it to here. And I am very happy that the jury took this kind of collaboration in consideration and recognized it. So thank you for that. Welcome. Thank you. An die beiden in Berlin, an Antonia und Namer. Nächste Projekte zusammen wieder oder jeder für sich? I am like working as a DOP on different projects. Like I'm involved in several projects with all female crews.
Yeah, and Guevara is developing. Developing my second film as a director, and so I'm not involved in producing a project at the moment. But also originally I'm a photographer, and I'm working on my other art project as a photographer. Yeah. Excellent. Thank you very much for this insight. Vielen, vielen Dank an alle. Erst nochmal große Gratulation an den Preisträgerfilm The Other Side of the River. Läuft selbstverständlich hier auf dem Docfest München at Home in der Reihe Doc Panorama dort zu finden. Und für Sie auch natürlich an dieser Stelle nochmal, das war die Preisverleihung des VFF, Dokumentarfilmproduktionspreises. Wir haben es von Herrn Frickel gehört, wie wichtig es ist, die Unterstützung der Produktion. Dank der VFF und Professor Dr. Johannes Kreile, herzlichen Dank an Sie nach München. Danke Thomas Frickel, stellvertretend für die gesamte Jury. Danke Frank Müller und Kerstin Reich in Hamburg von der Produktion. Und Dankeschön an die Regisseurin Antonia Kilian und Namer Guevara. Guevara, Namer, Namer, so rum ist es. Herzlichen Dank, goodbye aus München. Tschüss. Servus. Danke. Und Glückwunsch. Ja, oder?